Jungs, 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 brechende Neuigkeiten. Okay, wir sind hier. Hallo, ihr kennt doch sicherlich noch dieses Video, was ich ungefähr heute aufgenommen habe. Der Liebe, it's me, Jackie, ich bin's, Jackie D. Der hat geantwortet. Lebst du etwa auch in Amerika? In Amerika, weil wir ziemlich Amerik sind. Habe ich gesagt, wait, betrifft das die Europäer etwa nicht? Denn dann habe ich mal auf der Produktseite von den Tints vorbeigeschaut und tatsächlich steht dort noch nichts über irgendwelche Verschiebungen. Da hat er gesagt, bisher eigentlich nicht. Würde deine Quelle nochmal checken. Problem ist, meine Quelle ist Albertine. Ich möchte nur ehrlich sein, ich leg den Penis auf den Tisch. Albertine ist meine Quelle. Und jetzt habe ich nochmal nachgeschaut. Seht ihr das? Pass mal auf. Wir suchen jetzt nach Juju Megatin 2021. Hier haben wir einmal die europäische Seite, die schauen wir uns gleich an. Und da haben wir einmal die amerikanische Seite, woher die meisten Leute eben ihre Informationen nehmen. Ich habe mich gerade verhaspelt. Darüber haben alle ein Video gemacht. Darüber, dass diese Zahl größer geworden ist. Und das ist schlecht, weil normalerweise Big Number Go Up ist gut, aber nicht, wenn es um Release Dates geht. Das heißt, es ist weiter nach hinten verschoben. Die hier sagt Release Date, nicht 10.1., sondern ne, in Amerika ist das ja andersrum. 1.10. Das hatte ich ja auch in dem Video hier gesagt. Na? Wissen wir noch? Oh, so. Ups. Wundervoll. Das Ding ist jetzt aber, wenn wir mal auf die europäische gehen, sehen wir hier die Sammeltin am 16.09.2021. Das eigentliche Datum nach der ersten Verschiebung. Das heißt, hier ist keine zweite Verschiebung, denn sie haben die Website hier nicht geupdatet. Es kann natürlich sein, dass sie sich später denken, lol, wir updaten das Ganze mal, aber ich gehe einfach mal anhand dieser Informationen hier davon aus, dass sie bei der amerikanischen Website geändert haben, bei der europäischen nicht. Ich bin mir sicher, dass das bei der englischen auch nicht anders sein würde oder bei der französischen oder was auch immer. In Europa kommt die Tin nach wie vor am 16.09., was sehr, sehr geil ist. Auf Cardmarket steht es ja auch so, aber Cardmarket ist ja wahrscheinlich ganz bestimmt nicht die erste Quelle, die da Updates bekommt. Und Amerika ist ein bisschen gefickt und die bekommt es später am Release-Tag von Brothers of Legend. Das heißt, ich würde sagen, European Supremacy ist auf jeden Fall am Start. Was sagt ihr zu den News? Findet ihr es gut? Findet ihr es nicht gut? Wenn ihr es nicht gut findet, dann was ist eigentlich los mit euch? Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, Bottom Text. Ciao.